Hallo ihr Lieben, eine der Sachen, die ich am meisten während des Lockdowns vermisse, also neben natürlich Familie und Freunde sehen, essen gehen, logisch, ganz klar, das sind die Dinge, die wirklich an oberster Stelle stehen, aber ich muss persönlich sagen, dass mir auch sehr, sehr doll das Secondhand-Shoppen fehlt. Einfach dieses Stöbern in Läden, schöne Dinge finden mit einer unfassbaren tollen Qualität, Dinge, die keine Massenware vielleicht sind, wo jemand etwas selber genäht hat, die Perlen zwischen all den anderen Stücken zu finden, die mich persönlich unfassbar glücklich machen. Weil es mittlerweile für mich fest dazu gehört, dass ich Sachen auch Secondhand kaufe, habe ich deswegen in den letzten Monaten relativ viel online Secondhand gekauft. Und da werde ich immer wieder von euch gefragt, wie mache ich das überhaupt? Viele von euch schreiben mir, dass sie einfach mit dieser schieren Masse, die man auf diesen Webseiten und Apps findet, überfordert sind, dass sie nicht wissen, wie sie diese Sachen aussuchen sollen. Und deswegen habe ich gedacht, gibt es heute einen kleinen Online-Thrift-Guide mit einer Step-by-Step-Anleitung, die es euch hoffentlich leichter macht, in Zukunft Secondhand zu kaufen und da einfach auch nachhaltiger unterwegs zu sein. Punkt 1 beschäftigt sich, glaube ich, einfach mit dem Hauptproblem, was die meisten haben. Die schiere Masse, die man in den Apps und auf den Webseiten findet, überfordert einfach. Sie verleitet einfach irgendetwas oft zu kaufen, was einem vorgeschlagen wird, was man nebenbei sieht, was man dann kauft, was man zu Hause hat, es dann doch nicht mag und das macht es einfach problematisch. Mir passiert das tatsächlich auch ab und an. Zum Beispiel habe ich vor kurzem diese beige Jacke, dieses beige Overshirt gekauft. Ich muss persönlich sagen, das war ein guter Vorschlag. Ich liebe die Jacke. Aber in den meisten Fällen ist es einfach wirklich sinnvoller, sich vorab, bevor ihr überhaupt auf die Website geht, auf die App geht, euch genau zu überlegen, was möchtet ihr eigentlich kaufen. Weil dann reduziert sich ganz, ganz vieles schon raus, was ihr wirklich außer Acht lassen könnt. Und je konkreter diese Vorstellung ist, was ihr eigentlich braucht, was ihr kaufen möchtet, ich bin übrigens auch großer Fan, wirklich Listen anzulegen mit Dingen, die ich haben möchte, je konkreter, desto besser. Falls euch das interessiert, schaut euch mal das Video von letzter Woche an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Da gehe ich dann noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber generell, je konkreter eure Vorstellung ist, was für ein Kleidungsstück ihr haben möchtet, desto einfacher werdet ihr es haben. Also entweder ihr sagt, ich brauche einen cremefarbenen Strickpullover von der und der Marke, der soll einen Rundhalsausschnitt haben und relativ weite Ärmel haben, dann ist das eine relativ konkrete Vorstellung, mit der ihr gut arbeiten könnt. Oder aber ihr sagt, es muss vielleicht manchmal auch gar nicht so super konkret sein, sondern ihr hättet gerne ein Kleid in der Farbe Rot von Marke XY. Dann könnt ihr danach suchen und ihr blendet alles andere einfach aus. Und lasst euch bitte auch nicht irgendwie da von irgendwelchen Vorschlägen und so weiter verunsichern, sondern geht wirklich auf die Mission, ihr möchtet jetzt ein rotes Kleid kaufen. Und es wird auch nichts anderes gekauft. Danach stellt ihr wirklich auch alle Filter ein, die es in diesen Apps gibt, also Farbe etc., eure Größe und Marke. Dann habt ihr das Ganze schon mal relativ gut runtergebrochen. Und es kann dann zwar sein, dass ihr vielleicht länger schaut, dass ihr nicht jetzt, wenn ihr einmal dort schaut, direkt das perfekte Kleid findet. Es kann sein, dass ihr vielleicht 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen dafür braucht, bis ihr dieses Kleid gefunden habt, wie es euren Vorstellungen entspricht. Aber es reduziert einfach die Möglichkeit, dass ihr hinter ein Kleidungsstück bekommen, was auch noch extra euch zugeschickt wird, was ihr dann aber vielleicht doch nicht mögt und das gar nicht das war, was ihr gesucht habt, dass ihr dann zu Hause liegen habt, wo ihr schauen müsst, okay, was mache ich damit jetzt? Verkaufe ich es wieder oder kann ich es einer Freundin geben? Also da habt ihr einfach hinterher dann den Stress, den ihr euch spart, wenn ihr vielleicht etwas länger und mehr mit Ruhe und langfristig danach schaut. Ein weiteres Grundproblem und deswegen Punkt Nummer 2 sind die Größen. Das Problem ist, wenn man Sachen nicht anprobieren kann, weiß man nicht, ob sie einem wirklich passen. Das heißt, ihr shoppt etwas online und ihr habt es eventuell da und ihr könnt es nicht zurückschicken und ihr habt wieder genau dieses gleiche Problem. Ihr müsst dieses Kleidungsstück wieder loswerden, einfach nervig. Deswegen würde ich euch einfach immer empfehlen, wenn es nicht schon dabei steht, erfragt die Maße. Erfragt, wie breit ist das Kleidungsstück an den Schultern, wie breit ist an der Taille, wie breit an der Hüfte, wie lang ist das Kleidungsstück, wie tief ist der Ausschnitt, wie lang sind die Ärmel. Solche Sachen könnt ihr alle erfragen, natürlich relativ zugeschnitten aus das Kleidungsstück, was ihr jetzt kaufen wollt. Also zum Beispiel bei einem engen Kleid ist natürlich zum Beispiel das Taillenmaß und der Brustbereich super wichtig. Wenn ihr ein
weit geschnittenes Top habt mit einem V-Ausschnitt, dann ist vielleicht eher die Tiefe des Ausschnitts für euch wichtig, weil die Grundgröße vom Rest her wird relativ gut wahrscheinlich passen. Also überlegt euch da, was sind die kritischen Punkte für euer Kleidungsstück, was ihr kaufen möchtet, und fragt da wirklich nach. Und wenn ihr die Maße habt, dann könnt ihr einfach an euren Kleidungsstücken, die ihr schon im Kleiderschrank habt, nachmessen, ob das ungefähr hinkommt, ob euch die Weite gefällt oder ob das vielleicht dann doch nicht so passt. Falls ihr kein ähnliches Kleidungsstück habt, könnt ihr auch an euch selber messen, aber ich finde es immer besser gerade, also je weiter ein Kleidungsstück ist, desto eher würde ich an einem anderen Kleidungsstück messen. Denn so Weiten kann man vom Empfinden her dann doch relativ schlecht beurteilen, wenn man seine Taille misst und das Kleidungsstück ist 10 cm weiter als ein Taillenmaß, dann ist es oft schwierig, gut, aber wie weit ist das denn wirklich vom Sitz her? Also ich würde da wirklich einfach Kleidungsstücke ausmessen, die ihr bereits habt. Und dann seid ihr auf einer relativ sicheren Seite, dass von der Größe her das Kleidungsstück schon mal passen wird. Gut, wir haben abgeklärt, was für ein Kleidungsstück soll es sein? Hat es die richtige Größe für euch? Und Punkt 3 ist nämlich auch super wichtig, ist das Material. Schaut doch mal bei euren Lieblingskleidungsstücken, aus welchen Materialien sie sind. Also ich trage zum Beispiel super gerne Naturmaterialien wie Baumwolle und Leinen. Was ich gar nicht mag, sind Polyester und Acryl. Das trage ich einfach nicht, das finde ich unangenehm auf der Haut. Und wenn ihr sowas wisst, dann könnt ihr damit arbeiten. Stellt einfach die Filter auf eure Favoriten ein. Welche Materialien findet ihr gut? Was kommt für euch in Frage? Und dann habt ihr auch da wieder einen ganz, ganz großen Teil einfach ausgeblendet, den ihr euch gar nicht erst anschauen müsst. Auch da, wenn ihr irgendein Kleidungsstück seht, wo es nicht dabei steht, wo es nicht angegeben ist, fragt einfach nach. Ich weiß, es ist manchmal nervig, Verkäufer so viele Sachen zu fragen. Die müssen auch noch hergehen, das Kleidungsstück ausmessen, müssen schauen, was steht im Etikett. Aber letztendlich spart ihr euch einfach ganz, ganz viel Stress und Nerven, wenn ihr da einfach einmal mehr nachfragt. Und wie sollt ihr ein Kleidungsstück beurteilen, wenn ihr die Rahmenbedingungen nicht kennt? Also erfragt es einfach und ihr wisst, was ihr bekommt und ob euch das Stück wahrscheinlich gefallen wird, einfach von den Grundanforderungen her. Was mit dem Thema Material einfach fast einhergeht, ist das Thema Qualität. Ihr kauft die Sachen secondhand. Das bedeutet, ihr spart euch allein schon da einiges an Geld, weil ihr die Sachen ja nicht neu kauft, weil sie schon getragen sind. Deswegen eine Bitte, achtet bitte auf eine gewisse Qualität. Ihr habt jetzt schon die Materialzusammensetzung, das heißt, daran könnt ihr schon einiges ablesen. Und da ihr es ja nicht anfassen könnt, nicht fühlen könnt, nicht sehen könnt, wie die Nähte verarbeitet sind, würde ich euch empfehlen, entweder von Marken zu kaufen, wo ihr wisst, da sind die Kleidungsstücke gut verarbeitet, das könnt ihr lange tragen. Oder aber, wenn ihr das nicht wisst, kann ich euch auch empfehlen, da einfach mal wirklich ältere Kleidungsstücke, also Vintage-Geschichten zu kaufen. Denn in den 80er, 90er Jahren war die Qualität einfach noch eine ganz, ganz andere, als heutzutage Kleidung produziert wird. Macht euch einfach bewusst, dass wenn ihr ein Kleidungsstück von H&M kauft, was vielleicht 9,99 Euro gekostet hat, das hat vor euch schon jemand anderes getragen, ihr wollt es weitertragen, dass die Chance, dass ihr dieses Kleidungsstück über mehrere Jahre tragen könnt, einfach sehr, sehr gering ist. Also, wenn ihr lange Freude an diesen Kleidungsstücken haben wollt, dann achtet einfach drauf, dass ihr eine gewisse Qualität kauft. Und der allerletzte, aber eigentlich auch wichtigste Punkt, wo kaufe ich denn überhaupt meine Secondhand-Sachen? Ich persönlich kaufe fast alles auf Vinted. Es gibt auch noch eBay und Mädchenflohmarkt. Falls ihr nach Designersachen sucht, kann ich euch Rebel empfehlen. Und für alle, die wirklich komplett neu in dieser Welt sind, die fast noch nie oder wirklich noch gar nicht Secondhand geshoppt haben, für die würde ich tatsächlich Plattformen empfehlen, bei denen ihr die Sachen zurückschicken könnt. Das ist nicht unbedingt das Nachhaltigste. Auch da solltet ihr schauen, dass ihr wirklich überlegt, welches Kleidungsstück ihr kauft und nicht in diesen Rausch verfallt. Ich bestelle mir jetzt 10 Sachen mit der Intention, 9 davon zurückzuschicken. So solltet ihr einfach nach wie vor nicht rangehen. Aber trotzdem, gerade für Anfänger in dem Bereich ist das ein gutes Schlupfloch, dass man etwas kauft, was man im Notfall wirklich zurücksenden kann, ohne sich diese Arbeit machen zu müssen, das Kleidungsstück neu zu fotografieren, neu einzustellen, weiterzuverkaufen etc. Vielleicht baut das ein bisschen Hemmung ab und ist ein guter Einstieg. Zwei solcher Plattformen sind zum Beispiel Momox oder Zeitgeist Vintage aus Hamburg. Da könnt ihr gerne mal schauen. Ich finde, das ist ein guter Tipp für all diejenigen, die noch nicht Secondhand geshoppt haben und da jetzt einfach einsteigen.
sein wollen. Probiert es gerne mal aus, traut euch. Ich fand das immer einfach eine super schöne und spannende Sache, mit der ihr einfach noch Geld spart. Eine kurze Unterbrechung. Ich habe gerade gesehen, wir haben die 10.000 Follower geknackt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich freue mich einfach unfassbar doll. Deswegen vielen Dank an all diejenigen, die hier schon lange mit dabei sind. Danke an all diejenigen, die neu dazu gekommen sind. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für jeden lieben Kommentar von euch. Ich weiß gar nicht. Dankeschön einfach von tiefstem Herzen. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich einfach so, dass wir hier so eine schöne Community aufgebaut haben. Ich habe gedacht, wir machen nächste Woche zusammen ein kleines Q&A. Das heißt, wenn ihr Fragen an mich habt, ob es zu mir als Person ist, ob es zum Thema Fair Fashion ist, zum Thema YouTube, zum Thema Nähen, ihr dürft mich alles fragen. Schreibt das hier unter dieses Video in die Kommentare und dann versuche ich nächste Woche möglichst viel davon zu beantworten und feiern wir einfach ordentlich zusammen. Und weil ich euch wirklich, wirklich Danke sagen möchte, habe ich nächste Woche auch noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Also schreibt mir eure Fragen, alles was ihr wissen wollt, haut raus und dann feiern wir nächste Woche zusammen und quatschen ein bisschen. Das nur schon mal vorab. Das waren jetzt meine Tipps, wo ich persönlich am häufigsten kaufe. Vielleicht habt ihr noch viele schöne weitere Tipps. Dann schreibt mir das gerne unten. Lasst uns gerne sammeln. Wo kauft ihr gerne ein? Genauso, wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, Sachen, die ich nicht beantwortet habe, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben. Dann mache ich vielleicht noch mal ein zweites Video zu dem Thema. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ein Video, wo ich konkret auf eure Probleme, auf eure Fragen eingehe. Oder wir können auch mal ein Video machen, wo ich Sachen für euch heraussuche, die ihr gerne Secondhand kaufen möchtet. Das können wir auch mal machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder.